deswegen. Ich weiß was. Ja, du kannst ja solche Inseln weiter ausbauen, in dem Stil. Da links und rechts. Ja, klar. Werde ich halt auch noch machen. Weil dann werde ich die Crops auch auf eine Insel verfrachten. Das mit Outdoor-Harvester machen. Das geht also ja. Also mit Harvester, dass das automatisch gemacht wird alles. Und ja. Na gut, dann sagst du, okay, wenn du 10, 10, 10 hast, nimmst du von jedem 3, machst einen riesen Ding rein und fertig. Hatte ich halt auch vor. Riesen Upgrade. Echt vollkommen. Ein Planter braucht er ja Gott sei Dank nicht. Nö. So, und schon mal Weg zurückbauen. Es wird langsam dunkel. Ach, stimmt, warum funktioniert das jetzt nicht? Hm? Naja. Der kommt dahin. Der da, der da. Dann schauen wir noch, wo wir das aufbauen können. Block vergessen. Ja, der. Ach guck mal, jetzt zeigt das an, oder wie? Hä? Nicht verarschen? Ja, Villa. Zwar gern. Aber wirklich. Kannst du pennen gehen? Zufällig? Ja. Gut, das wäre super. Ja. Alles klar. Bevor das dann heißt. Ah! Bumm. Klatsch, weg. Ja, naja, Quatsch, ist nur Holz. Ich habe jetzt ein Holz und ein Eimer und Axt und Spitzhacke. Ja, Quatsch nicht. Aber relativ nicht. Uninteressant noch. Komm, Quatsch nicht. Warum bin ich eigentlich so dumm? Warum baue ich keinen Filler? Weiß ich nicht. Filler. Ach, was hab ich denn da gemacht? Filler Gold, Redstone Holz. Redstone Gold. Zack, zack. Da. Lapis brauchen wir auch anscheinend. Der dahin. Tintensack. Zwei Stück. Warum? Ich so gucke, ist das weg. Mana Pools brauchen wir noch zwei. Haben wir die zufällig noch? Was? Die will ich nicht. Du brauchst ja Mana Anzeug, hab ich keine Ahnung. Dann. Hup. Farbe, wo hab ich Farbe da? Dahin. Ich weiß gar nicht, was man alles noch mit Farbe. Kann man überhaupt noch irgendwas mit Farbe machen? Außer färben, ne? Ja gut, ich brauch's für Assembly Table, für die Kabel, Wolle, färben. Na gut. Ja gut, für Crafting Monitor Upgrades zum Beispiel brauchst du Farben. Mhm. Rot, sehe ich gerade hier. Was sonst? Wird's echt schon. Nur zum Färben. Färbemittel. Remote Order, also Farben wirst du bestimmt ein bisschen brauchen. Gut. 16 Farben auf dem Feld und gib ihm. Lass ihn arbeiten. Da brauchst du jemanden 10er für, erreicht er, wenn er so arbeitet. Ich hab die alle auf 10. Ja, deine Botania-Dinger meinst du das? Oder meinst du die anderen? Ich hab alle Pflanzen auf 10. Nee, nicht alle, sieht das nicht. Redstone ja, nicht. Halt nicht. Und was mit Redstone? Aber ich hab halt die ganzen Blumen. Die Blumen. Das sind alles Blumen. Nee. Doch. Warum sieht die letzte Textur so komisch aus mit einmal? Warte mal, ich brauche noch. Brauche ich 3 oder 4 Landmarks immer? 3 eigentlich, ne? Ich mach mal 5. 3 reichen. Na komm. Das war halt so ein Dreieck. Also, weiß aber nicht, ob wir beim Filler 3 reichen. Machen wir nur 3. Doch, 3 reichen. Aber generell. Bei denen, dass sie dreimal gereicht haben. Hinsetzen. Hier oben wird Eisen knapp. Rechtsklick auf die Ecke.
wo in beiden Richtungen das ist, und dann sollte es sich in einen Viereck komplett einmal als Viereck verbinden. Oder wie du das auch immer dann machst. Ja, das weiß ich ja. Eine Workbench. So, der Filler ist da. Du weißt gar nicht. Ja. Seine Dinger. Oh, Laps muss zurück. Jetzt braucht eigentlich der gute Kollege Strom, und ich weiß auch, woher der die 5 Millionen Strom herkriegt, beziehungsweise 10 Millionen. Von der Kohle verbrennen. Ja. Hab ich meine Ranching geballert. Haben wir eigentlich keine DS mehr? Na. Also die einzigen DS, die ich hatte, waren da drin. Und da sind jetzt nur noch. Da ist nur noch einer drin. Und ich brauche noch einen. Ja, nimm doch den einen. Okay. Da ist keiner mehr drin. Was? Da, so. Da. Wo hält dafür? Zack, zack, zack. Ja, wie viel Mann hast du ihn jetzt nicht mit? Boah, wie man süchtig nach Vitamals wird, ne? Ja? Weiß nicht. So. Danke für den Strom. Muss ich den Filler an einen Landmark setzen, ne? Wie eine. Ja. Wie eine Query. Und den Eckpunkt aber, ne? Da nehme ich sowieso ein bisschen Holz mit. Dann muss ich das nämlich nicht selber machen, das kann der selber befüllen. Du bist eine faule Sau. Faule Sau. Nee, wieso? Wieso faul? Warum? Guck mal, ich sitze jetzt sonst, keine Ahnung, mindestens zwei Folgen daran, die Plattform fertig zu machen, komplett. Auf Höhe und sowas, ey, die ist arschgroß. Komm. Lüg nicht. Ach ja. Gar nicht, ob er das schafft. Ob... Ich weiß gar nicht, wie das der Radius war davon immer. Den man maximal einstellen konnte. Ich weiß es auch nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ich dachte, du weißt alles. Nö. Hab ich nicht gesagt. Doch. Nein. Gar... Da musst du sowieso gleich hin. Das. 10 Millionen F. Genau so viele haben wir auch. Schau mal. Zack. So. So. Dann haben wir die Naturpille. Die beiden. Mal Blick. Zack. Bookshop complete. Da. Den Radius hat er schon mal. Dann haben wir den hier. Da drauf. Den hier. Da drauf. Die fühlen sich. Das hat noch zu wenig Mana. Schau mal, was ein kleiner Freund sagt hier. Archivmilgeld. Und Portal wieder aus. Hat zu wenig. Flattern Frame, horizontal. Mit Stairs, Box, Clear, Zylinder, Fill. Und ich mach das jetzt so mit dem Tipp, was Debitor bekommen hat, für den Mana, fürs Portal, weil du kannst das nicht abschalten. Okay. Das ist ein bisschen Arsch, aber ich bin mit Sticky Pisten. Und zieh dann einfach immer Block raus, um den abzuschalten, dann brauche ich das nicht abbauen. Das geht schneller, dann kann ich den Block wieder ranschieben und dann kann ich es wieder aktivieren. Das ist natürlich auch geil. Oh scheiße, ich jetzt einen runtersetzen sollen. Oh mein Gott, die Blöcke fliegen. Das ist schlimm, wenn du wirklich Let's Plays guckst und dir dann die Tipps auch übernimmst. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Die Blöcke kommen geflogen. Warum? Was passiert? Warum fliegen die Blöcke? Weil der Filler gerade aktiv ist. Ich sollte in der Zeit mehr Holz holen. Und vielleicht noch ein paar Landmarks bauen. Ich habe keine mehr. Die anderen beiden sind verschwunden. Im Abgrund?
Jo, ja gut, ich habe ihn hingesetzt, dann sind sie verschwunden, weggeploppt. Ist egal. Macht mir überhaupt nichts. Böse. Ich habe meinen Magnet ausgeschaltet. Ja, da muss ich halt wegen der Britannia-Insel. Ja, dann sind wenn ich die mit Magnet lang geht und dann die Kohle angeht, flop weg. Flop weg. Ja. Das werde ich aber auch noch ändern. Das werde ich dann fressende Pflanzen nehmen. Weil deswegen werde ich dann die Potato Seeds habe ich glaube ich. Die habe ich auf 10, bin ich der Meinung. Und dann kann ich halt jemand mit Kartoffeln füttern. Ist natürlich auch lustig. Und das bringt richtig viel Mana. Was geht ab? Komm mit. Jetzt haben wir mitkommen, ein paar Böcke fliegen sind. Ich glaube, der hat kein Holz mehr. Nö, nö, will ich nicht. Das hier braucht ich. Jo. Ich muss das mal Sticky-Pisten machen. Blup. Na gut. Gott, hättest du den Stick nicht schon größer machen können? Nein. Warum nein? Vor allem du solltest auf der gleichen Höhe von ja, kommt sein. Doch. Kommt auf der gleichen Höhe. Warte ab. Er wird nur ein paar Blöcke höher, der Block. Aha. Ich muss schon wieder Blöcke holen, ich hab gleich keine mehr. Oh mein Gott. Ich muss erst springen, bevor die Blöcke kommen. Oh, langsam das Ding. Oh, und da schmeißt den ganzen Stack immer rein. Ja. Das sieht voll geil aus von hier. Ey, das wird alles noch größer, sicherlich, aber ich meine jetzt die Plattform. Ja, das ist gut. Oh, und wärst du fast runtergesprungen? Hm? Wärst fast runtergefallen oder was? Nö. Wo denn? Weiß ich ja nicht. Wenn du runterspringst, fliegst du schnell. Na, nö, da hatte ich aber keinen Bock runter. Bin ich gar nicht jetzt runtergegangen. You can only sleep at night. Ah, fuck, you can only sleep at night. Ich will still hafen. Ich bin noch kein Zuhause. Wenn du zu Hause bist, kannst du glaube ich schlafen. Nee, keine Lust. Aber nicht vergessen, dein Mikro wieder anzumachen, ne? Ich weiß, Mann, ich hab doch gerade in der. Ich hab dir gerade in der Kiste rumgewühlt. Und zuerst die ganze Zeit das Klimpern. Von der Glasflasche. Oh, mir tut mein Ass weh. Nicht mal wegen deiner Aufnahme halt. Ja, in Jau. Da habe ich als erstes drauf geachtet. Da habe ich als erstes drauf geachtet. Ach, ich weiß jetzt, was das. Alles klar, eine Fire Spider. Ich weiß aber letztes Mal diese. Ja, letztes Mal war noch solche, wo ich gesagt habe, oh, guck mal, da sind so komische Punkte irgendwo Richtung Smeltery, ne? Das sind, wenn die Compass-Dinger kommen. Oder die Viecher mit dem Namen. Die sind das. Das sind die Feuer aus dem Twilight. Feuerviecher. Mhm. Feuerzombie, Spinne oder so. Mhm, weiß genau. Ich doch schon. Nicht so wie du. Der keinen Plan hat. Ach, du hast noch genug RF? Mein Gott, dann bist du gleich fertig damit. Das geht ja gar nicht so, ne? Aber so. Ging aber easy. Zack, zack. Und so baut man schnell Plattform. Deaktiviert. So, Plattform. Ist wahrscheinlich immer noch zu wenig. Also die erste Plattformreihe ist fertig. Jetzt überlege ich mir, ich hätte das per Hand gemacht. Arschloch. Ja. Ja, stimmt. Dafür. Wollte ich den bauen oder wollte ich den? Ich wollte den hier bauen, ne? Dafür brauche ich halt den. Dafür brauchen wir Blaze Rods. Wie kriegen wir Blaze Rods? Oh, nuscht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schon. Wow. Das ist gerade dein Stuhl gewesen, ne? Nö. Lecker. Also vergiss den Wecker auszustellen. Das war dein Wecker? Ja. Was ist das für ein komisches Geräusch? Wecker halt. Wecker halt, das ist doch kein normaler Weckerton. Das kam nur nicht richtig durch bei dir, deswegen, so. Das war das.